Wir sind hier bei Eucken Wollatz in Hedwigenkoog. Herr Wollatz erzeugt Moorrüben auf 12 Hektar. Herr Wollatz, junges Gemüse ist in und alte Möhren will niemand haben. Sind Sie dem Jugendwahn verfallen nach dem Motto jung und gesund statt alt und schrumpelig? Ja, junges Gemüse, das bauen wir gerne an. Also wir produzieren jugendliche Frische vom Feld bis zum Verbraucher. Herr Wollatz, Gesundheit ist ein Geschenk, zugleich will sie aber stets neu erarbeitet sein. Was ist Ihr Geheimnis in Bezug auf die Möhren? Die Möhre wird von mir immer gesund erhalten und persönlich dafür betreut. Ich bin praktisch derjenige, der sie immer pflegt. Zur Gesunderhaltung selber hier wird erstmal eine angepasste Düngung durchgeführt. Pflanzenschutz müssen wir auch durchführen, um die Möhre gesund zu erhalten. Das sind 2-3 Behandlungen während der Periode, die einfach notwendig sind. Ansonsten hilft bei uns der Wind und das Wetter. Der Wind, der spielt eine besonders große Rolle für gesunde Möhren. Er vertreibt die Möhrenfliege.